Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dieses Intro jetzt zum zweiten Mal aufgenommen. Warum? Weil ich mir das Video reingezogen habe und das vorherige Intro nicht passen würde. Es geht hier richtig ins Eingemachte, gell? Es sind 5 neue Klagen eingereicht worden. Davon werden jetzt in diesem Video 4 Stück vorgelesen und die haben es richtig in sich, Leute. Wenn ihr keine starken Nerven habt, dann schaltet weg. Bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende wird die 4. Klage vorgelesen. Also alle 4 von 5 Klagen werden vorgelesen. Die 5. konnte nicht leider gefunden werden. Ich bin auf jeden Fall fassungslos. Vergesst bitte nicht, ein Like da zu lassen und irgendwas in die Kommentare zu schreiben, damit es auch andere Menschen sehen, und teilt dieses Video. Sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind immer dran an den brandneuesten News aus Amerika, nicht aus Deutschland, weil die brandheißen News sind in den USA, Leute. Und damit auch fertig gelabert. Wir gehen rein und hoffen wir, dass die Übersetzung gut ist. Toni, Sie haben letzte Woche auf der Pressekonferenz gesagt, dass Sie noch in dieser Woche damit beginnen würden, Klagen einzureichen. Haben Sie Pläne, das zu tun? Und sind Prominente beteiligt? Sind nur Didi beteiligt? Sind auch andere Leute beteiligt? Ich denke, ich lasse die Klagen für sich selbst sprechen. Ich erwarte nicht, dass da etwas passieren wird. Wissen Sie, alle konzentrieren sich darauf, welche anderen Prominenten beteiligt waren. Wissen Sie, wer beim Namen genannt wird, wer geoutet wird? Ich erwarte nicht, dass das in dieser Woche passiert. Ich hoffe, diese Woche einige Klagen einreichen zu können. Dazu gehören natürlich Mr. Combs und einige Unternehmen. Aber wir möchten sicherstellen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wenn wir neben Mr. Combs noch weitere Personen benennen, denn das wird einen Sturm der Entrüstung auslösen. Das ist uns klar. Wir werden sicherstellen, dass wir die Augen nicht verschließen und alles richtig machen. Toni, du hast da etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ich erwarte nicht, dass das diese Woche passiert. Das klingt, als könnten noch andere Leute genannt werden. Andere berühmte Leute. Ich weiß, du hast gesagt, dass dies ein Prozess sein wird, der sich über die nächsten 30 Tage erstreckt, in denen diese Klagen eingereicht werden. Also meinst du, nicht diese Woche, sondern vielleicht in den Wochen nach dieser hier? Das würde ich erwarten. Ich möchte wirklich nicht in eine Situation geraten, in der die Leute sagen, wenn ich nächste Woche keine Klage einreiche, dann gibt es einen Medienrummel. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Druck, ne? Also jeder erwartet jetzt schnelle, sofortige, absolute Gerechtigkeit, und das, ne? Gibt es halt nicht so schnell vom Rechtsstaat. Ob Amerika oder auch Europa, Deutschland, wie auch immer. Natürlich wollen die eine schnelle Lösung für so einen, sage ich mal, extrem großen Skandal, aber trotzdem braucht das seine Zeit. Ne? Die wollen ja das Ganze richtig machen. Darum geht es ja. Und da sind sehr, sehr viele Opfer noch. Die Wahrheit ist, ich möchte etwas klarstellen. Wenn Sie auf einer dieser Partys waren und vorher dort waren oder wussten, was passieren würde, das heißt, Sie wussten, dass bestimmte Drogen und Getränke konsumiert wurden, die dazu führten, dass Leute gezwungen und ausgenutzt wurden. Und Sie waren im Raum oder haben teilgenommen oder zugesehen und nichts gesagt oder dabei geholfen, es zu vertuschen. Meiner Ansicht nach haben Sie ein Problem. Und wenn wir jeden dieser Fälle einreichen, werden wir uns bemühen, sie im Vorfeld zu lösen. Aber wenn das nicht gelingt, werden wir öffentliche Klagen einreichen und diese Fälle aggressiv verfolgen. Also, wer wird genannt? Wann werden die Namen genannt? All das wird natürlich herauskommen. Aber unter dem Strich möchte ich den Umfang klarstellen. Viele Leute haben diese Partys besucht. Viele Leute haben diese Aktivitäten gesehen. Oh ja, nicht nur besucht, sondern auch gesehen. Richtig. Das ist auch so eine Sache für sich, ne? Viele Leute haben das halt auch beobachtet und sind halt nicht wirklich dabei gewesen, sage ich mal, haben damit agiert. Aber trotzdem haben die das gewusst. Viele Leute haben es zugelassen, nichts gesagt, nicht eingegriffen, vielleicht davon profitiert oder daraus Kapital geschlagen. Kapital geschlagen? Was ist damit genau gemeint? Wie wir gehört haben aus vorherigen Berichten und Videos und Opfern, die sich geäußert haben, dass tatsächlich sowas wie ein Prinz zum Beispiel, da wurde ein Prinz genannt, der halt wirklich Frauen dahin gebracht hat, gegen Entgelt, okay? Andere Leute haben Menschen dahin gebracht gegen Entgelt, weil die gewissen Leute, die an dieser Party teilgenommen haben, aktiv teilgenommen haben, wie man verstanden hat, gewisse Vorlieben gehabt hat, Typen einfach gehabt hat. Der eine musste so aussehen oder, ey, ich will gar nicht das nennen, ihr wisst schon, hat verschiedene Typen gehabt, auf die gestanden habt. Und die wurden dann denen zugeführt. Krank. All diese Personen und Einrichtungen sind meiner Ansicht nach hier im Spiel. Sprechen wir hier von Prominenten auf dem Niveau von Didi? Das würde ich erwarten, ja.
haben sie Mahnschreiben an sonst jemanden außer Diddy geschickt, in denen sie sagten, das haben sie getan. Wir wollen uns mit ihnen einigen, oder wir werden Klage einreichen. Haben sie Mahnschreiben an, sagen wir, andere Prominente als Diddy geschickt? Das haben wir. Und ich möchte diesen Prozess erklären, weil er... Das haben wir. Wow, wow, wow. Das wird noch richtig spannend, Leute. Ich sag's euch, das wird noch richtig spannend. Wichtig ist, wissen Sie, in jedem einzelnen Fall, besonders in Fällen wie diesem, wählen wir unsere Daten aus, sammeln unsere Beweise, gehen unserer Sorgfaltspflicht nach, verbringen Zeit mit dem Opfer. Und weil es im besten Interesse des Opfers ist, versuchen wir, diese Angelegenheiten ohne Einreichung einer öffentlichen Klage zu klären. Und das haben wir bereits getan. Das haben wir getan. Ich würde sagen, mit einer Handvoll Personen, von denen Sie viele schon einmal gehört haben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Das ist einfach das Standardverfahren, das jeder Anwalt in den Vereinigten Staaten anwendet, der Fälle dieser Art bearbeitet, weil es die richtige Vorgehensweise ist. Aber es gibt auch Menschen, die auf den Zug aufspringen und Geld verdienen wollen. Und das muss ein großer Teil dessen sein, was sie bekommen. Ich meine, man glaubt jemandem nicht einfach automatisch, nur weil er es sagt. Nein, ja. Ich glaube, Harvey, ich glaube, du hast recht. Wissen Sie, ich wurde nachts geboren, aber nicht letzte Nacht. Wissen Sie? Wissen Sie, ich wurde nachts geboren, aber nicht letzte Nacht. Sie erhalten Geil. 33.200 Anrufe und daraus werden ein paar hundert Kunden. Ich denke, Sie sehen den Prozess, in dem wir involviert sind. Wir nehmen zahlreiche Überprüfungen vor und gehen mit großer Sorgfalt vor. Solche Mahnschreiben gibt es nicht nur bei Diddy. Das geht doch schon seit langer Zeit so, oder? Dies ist Teil einer Strategie und es gibt eindeutig eine PR und eine Kommunikation. Eine Vorgehensweise, die mit dem angestrebten rechtlichen und finanziellen Ergebnis zusammenhängt. Es ist also kein Unfall. Und ich stimme der Behauptung zu, dass der richtige Zeitpunkt für ein Druckmittel ist gekommen, bevor die namentlich nicht genannten Prominenten geoutet werden oder ihre Namen öffentlich werden, selbst wenn es sich nur um Anschuldigungen handelt. Es scheint mir also ziemlich klar, dass diese ganze die Einführung der Pressestrategie soll die Regierung unterstützen. Und sie nutzen die Medien als Werkzeug und nutzen die Tatsache aus, dass die Anschuldigungen so unglaublich anstößig und verstörend sind. Und es ist eine Menge, was man verarbeiten muss. Nehmen wir an, Sie haben den Brief erhalten, aber dann kommt die Klage und die Sache ist immer noch anonym. Ja, das ist sehr schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie man sowas handelt, wenn anonyme Menschen sich melden, ja, dem man Glauben schenken soll bei dieser ganzen Geschichte. Einerseits kann man natürlich sich vorstellen, dass diese Personen sehr ängstlich sind, Angst haben um ihr Leben, um ihre Liebsten. Andererseits ist es wiederum schwierig, ne, jemanden, der sich anonym meldet, zu glauben. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das handelt. Die müssen sich früher oder später so oder so dann stellen, ne, und ausweisen, zeigen. Anders geht es gar nicht. Deswegen, wenn man sich schon anonym mutig meldet, dann sollte man aber auch im Klaren sein, dass man auch vortreten muss, wenn es der Fall ist. Oder wenn es dann zur Anklage kommt und es alles bearbeitet wird. Sie werden als Promi 1 oder Promi 2 bezeichnet. Was ist Ihre Antwort an dieser Stelle? Das beste Ergebnis besteht darin, zu vermeiden, dass namentlich genannt wird und Ihre Marke mit P. Diddy's in Verbindung gebracht wird. Weil seins zu diesem Zeitpunkt völlig giftig ist. Ich glaube nicht, dass es irgendein Szenario unter der Sonne gibt, unter dem er davon zurückkommen könnte. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, dies zu regeln und Ihren Namen aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Das ist der Weg, den ich empfehlen würde. Und ich denke, die meisten prominenten Kunden würden ihn bevorzugen. Es ist ein Spiel um Geld, wenn es um Zivilprozesse geht. Und deshalb sagen die Anwälte des Klägers, hey, einigen Sie sich jetzt oder prozessieren wir später? Und ich meine, es ist ziemlich einfach, was der Star tun wird, oder? Absolut. Das ist Dynamit für den Ruf. Sie sprechen über der gute Ruf, den Sie sich in der Öffentlichkeit erworben haben. Der Wert Ihrer Marke wird einfach in Stücke gerissen. Lediglich in der Veröffentlichung Ihres Namens in diesem Zusammenhang. Es handelt sich hier also zweifellos um einen Versuch der Anwälte auf der Klägerseite, für ihre Mandanten eine Einigung zu erzielen. Wissen Sie, eines der Dinge, die wir meiner Meinung nach als Nebenprodukt von allem, was mit Diddy zu tun hat, sehen, ist, dass es derzeit Anschuldigungen gegen eine ganze Reihe von Promis gibt, von denen viele versuchen, das Ziel ihrer Klage mit dem Verhalten von Diddy in Verbindung zu bringen. Wobei ich denke, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen jemandem, der mehrfach angeklagt wurde und derzeit inhaftiert ist, gegenüber jemandem, gegen den lediglich eine Anschuldigung vorliegt.
Aber nochmals, Sie möchten nicht, dass Ihr Name, Ihre Marke in irgendeiner Art und Weise damit in Verbindung gebracht wird. Und wenn es eine Ausfahrt gibt, die das Ausstellen eines Schecks erfordert, Sie können sicher sein, dass viele Leute diesen Weg wählen werden. Es muss viele Leute in Hollywood in Panik versetzen, dass sie diese Videos vor Gericht zeigen könnten. Und boah, stellt euch mal wirklich vor, die tun die wirklich abspielen vor Gericht, ja teilweise, wow, weil der ein oder andere sagt, nee, das bin ich nicht, da bin ich nicht zu sehen. Und dann sagen die, okay, und ja, das müssen wir nochmal beurteilen. Die Geschworenen, die können auch mal einen Blick drauf werfen und dann werden die Freak-Off-Videos einfach abgespielt. Stellt euch mal vor. Das wäre so verrückt, oh mein Gott. Hey, es gibt nichts, was es nicht gibt. Selbst wenn eine Berühmtheit nicht mitmacht, an dem Fehlverhalten, das sie Diddy vorwerfen, teilzuhaben, indem sie einfach mittendrin waren und das Geschehen miterlebten. Sprechen Sie über Kollateralschäden? Ja, es wird verheerend sein. Wenn es um Vorwürfe geht, wonach Männer und Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurden, dann ist das das Giftigste, was man sich vorstellen kann. Daher überrascht es mich nicht, dass niemand damit in Verbindung gebracht werden möchte. Ich finde, wir haben den anderen Schuh noch nicht fallen sehen. Deswegen, solange man sich halt bedeckt hält und nichts sagt, ist man quasi im Schleier der Unschuld, sage ich mal. Weil alle Leute ihren Mund halten, auch unschuldige Menschen, Prominente halten ihren Mund. Die Leute natürlich, die auch da drunter sind, ja, darunter sind, die eventuell dabei waren und richtig mitagiert haben, halten natürlich auch ihren Mund und hoffen und beten, dass sie nicht da eingeladen werden. Und als, aber die haben schon sehr viele, denke ich. Große Namen. Meine Vorhersage ist, dass sie viele Prominente sehen werden, die, obwohl sie ihr Bestes tun, um dieses Thema zu vermeiden, letztendlich andere Leute genannt werden. Selbst wenn sie lediglich anwesend waren, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass sie an den angeblichen Gesprächen oder Aktionen beteiligt waren. Warte einfach. Zu diesem Thema wird es noch viel mehr geben. Ich vermute, sie werden noch lange Zeit sehr beschäftigt sein. Hey Tesipas, schönen Montag. Ich hoffe, allen geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet ein gesegnetes Wochenende. Es ist also eine Menge los. Als ob ich euch die ganze bescheuerte Situation erzählt hätte. Ist definitiv ein Dragonball-Tee, okay? Es ist nicht anders, als damals, als ich über den Fall R. Kelly berichtete. Es scheint, als gäbe es jede zweite Woche eine neue Klage. Diese Anwälte bleiben Diddy ständig im Nacken. Es ist verrückt. Ihr habt gerade gehört, wie sich der letzte Anwalt in diesem TMZ-Interview geoutet hat. Und er sagte, im Grunde ist Diddy im Moment toxisch. Viele Prominente haben Angst. Erst heute wurde bekannt gegeben, dass bei Liam aus einer Richtung rosa Kokain im Körper gefunden wurde. Heute Morgen bekommen wir einen Einblick in die Annahme der argentinischen Behörden, die zu seinem Tod beigetragen haben. Quellen berichteten ABC News, dass in Pines Körper mehrere Substanzen gefunden wurden. Guck mal hier. Pink, bla bla bla. Ihr könnt es ja selber lesen. Ich will es nicht unbedingt vorlesen. Obwohl die KI-Stimme macht das ja gleich. Hier, ihr lest ja selber. Junge, der ist hier richtig online gewesen. Darunter rosa Kokain, eine beliebte, aber potenziell gefährliche Partydroge. Kokain, Benzodiazepine, UND Crack. In seinem Hotelzimmer wurde zudem eine improvisierte Aluminiumpfeife zum Einatmen gefunden. Sein Leichnam wird bis zum Abschluss der Autopsie in Argentinien bleiben. In der Nacht von Pines Tod riefen Hotelangestellte die Behörden an und meldeten, dass er sich unberechenbar verhalten habe. Der ist ja ein richtiger Yankee gewesen, boah. Er stürzte auf tragische Weise von einem Balkon in den Tod. Pine hatte in der Vergangenheit offen über seinen Kampf mit Drogen gesprochen. Heute Morgen erinnern sich seine Heerscharen von Fans an ihn als lebhaften Entertainer. Er hinterlässt so viele geliebte Menschen, darunter einen kleinen Sohn, Robin. Und wir Finger weg von Drogen, Leute. Finger weg davon. Wir alle wissen, dass Pink Kokaine, auch bekannt als Tusi, in der Diddy-Klage Little Ride erwähnt wurde. Dass er zusammen mit Madame Carisha ein Dealer von Pink Kokaine war, dass sie es ihm verkauft und ihm verabreicht haben. Es ist sehr interessant, dass das in seinem Körper gefunden wurde. Falls Sie es noch nicht wissen, Tony Busby hat sich geäußert und erklärt, dass 5 neue Klagen eingereicht wurden und viele weitere folgen werden. In diesen Klagen werden auch Diddy und andere Prominente angeklagt. Die Namen der Prominenten wurden noch nicht erwähnt. Diese Namen werden vielleicht bekannt gegeben, aber derzeit werden sie nicht erwähnt, weil sie sicher darauf warten, dass die Prominenten sich schlau machen. Und ziehe es vor, die Opfer zu entschädigen, anstatt in diesem Wahnsinn namentlich genannt zu werden. Also wollte ich warten, bis ich Zugriff auf die Gerichtsunterlagen hatte. Ihr kennt mich alle, ich mag Quittungen. Ich möchte diese schwerwiegenden Anschuldigungen nicht unbedingt nur über einen Blog lesen.
Also wartete ich darauf, dass die Gerichtsdokumente herauskamen und ich endlich Zugriff darauf hatte. Mhm. Ich werde nicht alle 5 Fälle lesen. Ich konnte auf 4 zugreifen. Der wichtigste, auf den ich zugreifen und den ich selbst vollständig durchlesen musste, war der Fall der 13-Jährigen, die im Jahr 2013 war. Okay, Leute, das ist aktuell, damit ihr nur Bescheid wisst. Diese News sind aktuell. Ich probiere euch immer auf dem Laufenden zu halten. Deswegen vergisst auf jeden Fall nicht, hier ein Abonnement dazulassen, Leute. Es war sehr cool, dass wir wachsen. Sie ist jetzt ungefähr 37 Jahre alt, aber sie spricht über ihren Übergriff, der stattfand, als die sie nach einem VMA-Auftritt im Grunde verhaftete. Also lasst uns diese Gerichtsdokumente durchsehen. Ich trage meine Motorgosebrille. Also legen wir gleich los. Let's go. In diesem Fall werde ich als letztes den über den 13-Jährigen vorlesen, nur um das klarzustellen. Wir beginnen mit den tatsächlichen Vorwürfen, im Grunde mit allem vor Zeile 35. Sie verklagen das Liedchen Bad Boys Entertainment. Sie kennen das ganze Gerede, das möchte ich nicht noch einmal durchgehen. Wir beginnen in dieser speziellen Klage also mit Zeile 35. Sie sagen hier also, die berüchtigten Partys des Angeklagten Sean Combs in Las Vegas waren legendäre, bekannte Events. Wegen ihrer Exklusivität, Extravaganz und prominenten Gästeliste. Diese hochkarätigen Partys zogen A-Promis aus der Unterhaltungs-, Mode- und Geschäftswelt an. Die Events waren üppig dekoriert. Es gab Live-Musikauftritte sowie erstklassiges Essen und Getränke. Die Atmosphäre dieser Partys war von Opulenz und Luxus geprägt und sorgte oft für Schlagzeilen. Für ihre prominente Gästeliste, die erstklassige Unterhaltung und die atemberaubende Ästhetik der Veranstaltung. Viele ahnungslose Personen wurden angeworben, um an diesen Partys teilzunehmen. 1,5 Millionen hat zum Beispiel eine Party gekostet, damit ihr so ungefähr einen Plan habt. Einige Personen wurden in verschiedenen Städten angeworben und erhielten Geld für den Flug, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Am Memorial Day Wochenende des Jahres 2014 besuchten die Klägerin und 2 ihrer Freunde Las Vegas, um im Rio Hotel zu übernachten. Dabei handelt es sich um die Kontaktpersonen der Klägerin zu verschiedenen Personen in der Unterhaltungsbranche, die sie kennengelernt hatte, um herauszufinden, ob dort irgendwelche coolen Events stattfinden würden. Einer dieser Kontakte war ein Entertainer, der sich als international Smooth vorstellte und den der Kläger einige Jahre zuvor auf einer Party in Miami kennengelernt hatte. Der Kläger konnte seinen richtigen Namen nie in Erfahrung bringen, nahm jedoch über Instagram unter diesem Spitznamen Kontakt mit ihm auf. Der Kläger erfuhr durch seine Instagram-Stories, dass Smooth in Las Vegas war. Und nachdem wir Kontakt zu ihm aufgenommen hatten, fanden wir heraus, dass er als Partyveranstalter für Combs arbeitete. Smooth lud den Kläger zu einer exklusiven Party in der beliebten Pool-Lounge A Club Rehab in Las Vegas ein. Smooth machte klar, dass es sich um eine exklusive Promi-Party handelte. Auch waren die beiden Freunde des Klägers nicht eingeladen, sondern nur der Kläger selbst. Trotz einiger Unannehmlichkeiten bei der Bewährung. Aufgrund des Verbots entschloss sich die Klägerin auf Anregung ihrer Freunde, die Party zu besuchen, um dort möglicherweise Kontakte zu einflussreichen Personen zu knüpfen. Während der Party traf der Kläger viele Prominente, darunter Mary J. Blige, Klein Kim, Nicki Minaj. Sie hat mehr gesehen, als sie erlebt hat. Die Klägerin machte Fotos oder Videos mit vielen dieser Prominenten und veröffentlichte sie auf ihrer privaten Instagram-Seite. Die Klägerin wurde auch Combs vorgestellt, der sie begrüßte und sagte, er hoffe, sie habe viel Spaß auf der Party. Schließlich ebbte die Party im Reha-Club ab und die Klägerin wurde von Smooth zu einer Afterparty in Combs Suite im Planet Hollywood Hotel eingeladen, wo die Klägerin wieder mit Combs sprach und er sie mit sich dutzenden geöffneten Flaschen seines Sarraj Granite Vodkas in den Barbereich führte. Combs wies die Klägerin an, sich eine Flasche zu nehmen und sich zu bedienen. Die Klägerin machte Videos von Combs auf der Party und veröffentlichte sie auf ihrem Instagram. Standbilder aus den Videos sind unten dargestellt. Ihr könnt sie hier sehen. Die Klägerin tat, was Combs vorgeschlagen hatte, und nahm ein paar Schlucke von etwas, das sie für Wodka hielt, aus einer der offenen Flaschen. Doch nach etwa 40 Minuten, nachdem sie 1 oder 2 Drinks aus den Sarraj-Flaschen getrunken hatte, wurde der Klägerin übel und schwindelig. Krass, gibt Fotos und alles davon, gell? Wie krass. Und sie verlor langsam die Kontrolle über ihre motorischen Funktionen. Und genau das war auch bei seinem Sohn. Bei Didis Sohn hat auch diese eine Frau auf diesem Schiff betäubt mit diesem Getränk. Wie gesagt, diese ganze Brut ist verkommen. Katastrophe, die sind alle gleich. Das geschah gegen 20 Uhr. Abends. Unten ist ein Fotograf eines echten Musterbehälters zu sehen, der von Combs und seinem Agenten, beziehungsweise seinen Mitarbeitern verwendet wurde, um GHB in alkoholische Getränke zu geben. Da seht ihr noch das Datum, ne? 20.10.24, von dann ist das Dokument. Darin transportierten sie also das GHB und damit füllten sie es in die Flaschen. Ihr erinnert euch, dass Mark Curry in Art of Dialogue sagte, dass es bestimmte Flaschen gab,
die Diddy den Mädchen zum Trinken schickte. Und dann sagte er den Kumpels, sie sollen diese Flaschen nicht anfassen. Die sind für die Mädchen. Die sind für uns. Und wir gehen zum VIP. Oder alle diese Mädchen kommen um den VIP herum und stehen einfach da. Also was Michigan Darwis Sagan, man. Ich melde mich bei dir. Wir müssen das zurückspulen. Wenn wir in den Club gingen, hatten wir immer diese Flaschen, richtig? Und auf dieser Flasche waren normale Moop-Flaschen. Auf diesen Flaschen da war etwas, damit die Mädchen richtig, richtig glitschig wurden und all dieses Zeug. Also, wenn du aufgestanden bist, haben sie gesagt, fass die Flaschen da nicht an und trink nur die Flaschen da. Wir wussten also schon, wie das Vorgehen war. Mit den Flaschen legt man sich einfach nicht an, richtig? Dann sind nach einer Weile alle Mädchen im Club. Sie rennen alle los und machen ihre Münder auf wie kleine Vögel. Er rennt herum, wirft Pillen in den Mund. Pille, Pille, Pille. Und dann war das die Party. Dann sagen sie weiter. Die Klägerin teilte Smoot mit, dass sie sich nicht wohl fühle und die Party wahrscheinlich bald verlassen müsse. Smoot führte sie in ein leeres Schlafzimmer in der Suite und sagte ihr, sie solle sich dorthin legen, bis es ihr besser ginge. Er sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, gestört zu werden, weil die Tür verschlossen sei. Das nächste, woran sich die Klägerin erinnerte, war, dass sie am nächsten Morgen aufwachte und sich sehr benommen und wund fühlte. Wie viele, sehr viele haben sowas berichtet. Ja, dass sie auch blaue Flecken hatten und so weiter. Nach dieser besagten Nacht, wo man keine Erinnerung mehr hat. Ihr ganzer Körper schmerzte und sie konnte sich kaum bewegen. Sobald sie aufwachte, sah sie Combs in der Ecke des Zimmers, ohne Hemd, wie er laut und animiert jemanden am Telefon anschrie. Er war die einzige Person mit ihr im Zimmer und es war klar, dass jemand anderes mit ihr im Bett gewesen war. Aus Angst und Verwirrung blieb die Klägerin still und ruhig, bis Combs den Raum verließ und sie die Haustür zu den süßen Kleidern kommen hörte. Die Klägerin stand schließlich auf und stellte fest, dass sie nackt war und ihre allgemeinen Schmerzen sich noch verschlimmerten. In ihrem Genitalbereich. Die Klägerin war entsetzt, als sie erkannte, dass sie von Combs vergewaltigt worden war. Sie Bah, Junge. Was für ein ekelhafter. Das ist unglaublich, wirklich, dass er das all die Jahre gemacht hat mit den Menschen. Boah. Fand ihre Sachen, einschließlich ihres leeren Handys, und machte sich auf den Weg zurück zum Rio Hotel, wo ihre Freunde wohnten. Bei der Ankunft im Rio Hotel. Die Freunde der Klägerin waren schockiert, als sie ihren Zustand sahen. Sie versuchten, ihr zu helfen. Die Klägerin gab an, dass sie lediglich duschen und sich ausruhen wollte. Der Kläger schlief daraufhin zwei ganze Tage lang. Sie kann sich nur vage an die Versuche ihrer Freunde erinnern, sie aufzuwecken und ihr Wasser zu bringen. Ihre Freunde erzählten ihr später, dass sie während dieser Zeit ihr Bestes getan hätten, um für sie zu sorgen. Aber ihre Aussage war größtenteils unzusammenhängend. Nach dem Angriff kämpfte der Kläger mit starken emotionalen Schmerzen, psychischen Problemen. Die Klägerin fühlte sich angewidert und zutiefst deprimiert und erlebte erhebliche Auswirkungen auf ihr Privatleben. Aufgrund Klar, sowas machst, nimmst du auch mit, das geht in die Psyche rein, ne? Das steckst du nicht einfach weg. Auf gar keinen Fall. Das nimmst du mit in deinen Alltag, ja. Des Übergriffs fällt es ihr schwer, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder an Partys teilzunehmen. Für den Kläger vergeht kein Tag, ohne an die traumatischen Erlebnisse zu denken. Das war also die erste von 5 Klagen, die hier eingereicht wurden. Und das ist wirklich traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass dies in Vegas passiert, weil ich schon oft dort war. Am Ende lernt man Leute kennen. Sie haben so viele Promoternummern. Wenn Sie beispielsweise zu Partyorten wie Vegas, Miami oder La gehen, sammeln Sie Telefonnummern von Veranstaltern und Partybefürwortern. Wenn Sie also Lust auf Party haben und in der Stadt sind, können Sie dorthin gehen. So, jo, weißt du, ich bin in der Stadt. Weißt du, was dieses Wochenende abgeht? Welche Partys sind angesagt? Und natürlich, wenn sie dich hübsch finden und du ihnen, weißt du, deine Bilder oder was auch immer schickst, hängt das von der Art der Party ab, auf die du dich einlassen kannst. Aber ja, es ist einfach. Ich habe so ein Mitleid mit ihr, weil ich mir definitiv vorstellen kann, dass man diese Veranstalter anspricht, denkt, alles ist in Ordnung, und am Ende steckt man selbst in einer Situation gefangen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Freunde sagen, ja, weißt du, mach schon, das ist eine große Party, weißt du? Genau. Die ganzen Leute möchten natürlich brennend darauf, die ganzen Leute kennenzulernen. Muss ich euch doch nicht sagen, oder? Dass sehr viele Leute die Musik gemocht haben und auch andere Prominente, ob jetzt im Showbusiness oder wo auch immer. Wenn man hört, dass die da sind, dann möchte man die eventuell kennenlernen. Aber was ich euch sagen kann, Leute, aus eigener Erfahrung, belasst es bei den meisten Leuten, ob es jetzt YouTube ist, die Musik ist oder was auch immer. Wenn die Leute mögt, die prominent sind, belasst es bei der Musik oder bei dieser Sache, die ihr mögt. Lasst die Person so. Lernt diese Person gar nicht kennen. Meistens ist es so, wenn ihr diese Person kennenlernt, seid ihr wirklich fassungslos enttäuscht. Und ihr denkt euch, was,
Was für ein ekelhafter Mensch, hätte ich nicht gedacht. Ist jedenfalls meistens so. Was ich bis jetzt mitbekommen habe, gehört habe, ist leider der Fall gewesen. Immer, immer bisher. Du, was ich meine? Wenn meine Freundin zu so einer Party eingeladen würde und ich jung wäre, würde ich sie nicht hassen. Ich würde sagen, ja, weißt du, was ich meine? Geh in dein Netzwerk und erzähl uns, wie es ist. Ich kann also verstehen, warum ihre Freunde sie ermutigt haben, mitzugehen. Denn das ist eine große Sache. Und erinnerst du dich, damals haben viele von uns, also ich nicht, aber viele Leute haben Didi als, weißt du weißt schon, einen Mogul und ein Vorbild und sowas angesehen. Viele Leute haben die Schattenseiten des Liedes nicht verstanden. Ich kann mir also definitiv vorstellen, dass eine junge Frau so etwas durchmacht. Du weißt schon, nach Vegas fährt und in so einer Situation landet, die einfach so bedauerlich ist. Und dieses rosa Kokain, dieses Ketamin, ich meine, das reicht, um ein Pferd umzuhauen. Verstehst du, was ich meine? Sie wissen also nicht, wie viel sie unbedingt in diese Flaschen füllen müssen. Die machen das einfach nach Gefühl, sag ich mal, ne? Bei der einen ist mehr ein bisschen drin, die Dosis so dosiert, bei der anderen Flasche so, ist sehr, sehr schwierig. Aber ey, ganz im Ernst, gell? Ein Menschenleben ist nicht so viel wert für diese Menschen. Glaub mir. Für diese Menschen, sage ich mal, da oben, die viel, viel Geld haben und Macht haben und Einfluss haben, für die ist ein Menschenleben nicht viel wert. Sie war 2 Tage lang bewusstlos. Das ist beängstigend. Wissen Sie, sie hatte großes Glück, dass sie keine Überdosis genommen hat. Also machen wir weiter. Ich lese Ihnen jetzt den nächsten Fall vor. Dies hier ist das nächste Dokument. Wir beginnen mit Zeile 36 und dort steht: Der Kläger ist ein engagierter Personaltrainer, hat mit prominenten und anderen bekannten Personen hinsichtlich ihrer Gesundheit und Fitness gearbeitet. In oder um eine Modedesignerin, die der Kläger ausgebildet hat, erzählte ihm, dass sie ein Video geteilt habe, in dem die Kläger besonderes Training und Übungen mit dem Angeklagten Combs. Dieser Modedesigner teilte dem Kläger mit, dass Combs vom Trainingsprogramm des Klägers beeindruckt gewesen sei und den Kläger treffen und in einem Video zeigen wollte. Der Modedesigner lud den Kläger schließlich zu einer exklusiven Afterparty der Preisverleihung in Los Angeles ein, die von Combs veranstaltet wurde. In der Einladung hieß es, ein Privatwagen würde den Kläger von seiner Wohnung abholen und ihn zur Party begleiten. Wie im Juni versprochen, ein schwarzer Lincoln Navigator kam, um den Kläger zu Combs Wohnsitz in den Hollywood Hills zu begleiten. Als der Kläger zur Party kam, einer von Combs Geschäftspartnern begrüßte ihn am Eingang. Diese Person erklärte, dass der Kläger als Voraussetzung für den Beitritt zur Party eine Geheimhaltungsvereinbarung mit der Geschäftsleitung benötige. Im Grunde sagen sie ihm also gleich zu Beginn: Bruder, du musst eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Sie kommen hier nicht einfach so herein. Ganz laxidese, sie wissen schon, und haben eine gute, alte, flippige Zeit. Würdet ihr diese Klausel unterschreiben, also dass ihr wirklich euren Mund halten müsst und dass ihr nicht darüber reden dürft, keinesfalls, was ihr da seht? Würdet ihr das unterschreiben, wenn ihr nichts davon gewusst hättet? Seid ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr davon nicht gewusst hättet, was in dieser Party abgeht, gar keinen Schimmer habt und ihr seid Modedesigner, ihr wurdet dort eingeladen und so weiter und die Unterschrift wird jetzt benötigt. Was würdet ihr machen? Ich würde die Unterschrift leisten, sage ich euch ehrlich. Wenn ich da von nichts wüsste, ich würde die Unterschrift leisten und würde gucken, was da abgeht. Ich würde mir denken, ja gut, vielleicht wollen die einfach diskret sein. Die wollen nicht, dass man darüber redet, wie es in der einen oder anderen Firma auch ist. Ich habe auch Sachen unterschrieben, wenn ich das sagen würde, dann müsste ich 250.000 Euro Strafe bezahlen zum Beispiel. Was eigentlich unnötig ist, aber egal. Nur ein Beispiel. Deswegen kann ich so Sachen schon verstehen, ne? Aber bei dieser Sache ist es natürlich ein bisschen anders. Ja? Hat nichts mit normalen Dingen zu tun. Sie mussten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen, was wiederum sehr üblich ist, wenn man zu Promi-Partys geht. Dann sagen sie Folgendes. Holmes Associates hat dem Kläger keine Kopie der unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung ausgehändigt. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung reichte Combs Mitarbeiter dem Kläger ein Getränk, das wie eine typische Tequila-Limonade aussah. Mit Cranberry-Saftmixer. Combs Mitarbeiter wies den Kläger an, das Getränk zu trinken, als weitere Bedingung für den Zutritt zur Party. Also kann ich mir das Ganze so vorstellen. Diese Person hat das unterschrieben. Kaum hat diese Person das unterschrieben, geht sie rein und denkt, wow, wie krass ich hier bedient werde. Bekommt direkt einen Cranberry-Saft, was er trinken muss. Wohlgemerkt, muss, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die wollten ihn direkt K.O. machen, oder was? Sofort K.O. machen. Gar nicht mit dem großartigen Zeit verbringen, sofort ans Eingemachte oder was? In der Wohnung begrüßte ihn ein Model und aktueller Kunde des Klägers. Der Kläger fühlte sich wohler und entspannter, nachdem er ein bekanntes Gesicht gesehen hatte. Der Kläger bemerkte zahlreiche Prominente, die an der Party teilnahmen. Zu der glamourösen und doch überwältigenden Atmosphäre trug schließlich ein Geschäftspartner von Combs bei, der den Kläger in einen großen Raum führte, der mit roten Lichtern in einem kleineren Raum beleuchtet war. Dort beobachtete der Kläger ungefähr ein Dutzend Personen,
darunter mehrere bekannte Persönlichkeiten, die Gruppensex-Aktivitäten ausübten, in dem kleine Forest 007, dankeschön für dein Abonnement auf YouTube. Ganz stark. Leute, das ist richtig krank. Ich habe gerade Sachen im Kopf, die könnte ich nicht mal sagen, was ich mir so vorstellen kann. Sonst wäre das Video richtig unfreundlich, sage ich mal. Ne? Werbeunfreundlich. Es ist unfassbar, was man da für Gedankengänge haben kann. Ich kann nur so viel mitteilen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine normale, dass sie Gefallen dran gefunden haben. Eine normale Person, die normal arbeiten geht, die nicht viel Geld hat, noch, ihr wisst schon, was mit der zu machen, ne? Und das auch mit mehreren Reichen, ne? So kann ich mir das vorstellen. Mehrere Reiche auf einen, den die auseinandernehmen wollen. So kann ich mir das vorstellen, hier bei dieser Konstellation. Richtig krank. So einen auf drängt, du bist hier willkommen, bla bla bla. Und dann sieht diese Person bekannte Gesichter, die er, keine Ahnung, vom Fernseher, vom Film, von YouTube, MTV oder so kennt. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist man vertrauter, lockerer und dann wirst du auseinandergenommen. Im Raum begann der Kläger, sich desorientiert, schwindlig und schwach zu fühlen. Weit mehr, als er nach dem Konsum eines einzelnen alkoholischen Getränks erwarten würde. Ihm wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Und später wurde ihm klar, dass ihm jemand Drogen gegeben hatte. Dann zeigen sie noch einmal die GHB-Dose. Dann heißt es, als Combs in diesem Moment seine erhebliche Beeinträchtigung erkannte, ging er auf den Kläger zu, zog seine Hose aus und begann, ohne Einverständnis Oralverkehr mit ihm zu haben. Combs wies den Kläger dann an, mit einer anderen Person im Raum, bekannt als Berühmtheit A, Oralverkehr zu haben. Junge. Also mir fehlen gerade wirklich die Worte, was für eine Dreistigkeit hier an den Tag gelegt wird. Was für eine Dreistigkeit. Die Person hat das noch mitgekriegt. Diese Person war benebelt, nicht richtig weggetreten. Und ich glaube, das war denen sogar bewusst und das wollten die auch. Die wollten nicht, dass diese Person komplett weg ist. Die haben das ausgenutzt, bis die Person dann weg ist. Aber bis es da eintritt, dass diese Person komplett weg ist, die sind komplett ciao. Und des Drogennebels, der ihm verabreicht worden war. Der Kläger konnte Combs Zwang und seinen Anweisungen nicht widerstehen. Er fühlte sich in seinem eigenen Körper gefangen, unfähig ihn zu kontrollieren oder zu verstehen, was mit ihm geschah. Infolgedessen wurde der Kläger gezwungen, ohne Einverständnis Oralverkehr mit Berühmtheit A zu haben. Nachdem Berühmtheit A fertig war, spuckte die Person dem Kläger in den Mund. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist krank. Stimmt das? Hat er dir Uschquosch oder Auschwosch gegeben? Mann, es war eine Nacht voller Rutschpartien. Es war eine Nacht voller Rutschpartien und haben ihn beleidigt. Das ist halt wieder diese Sache, ne? Wie er spricht. Das kann die KI halt nicht so toll übersetzen. Das ist normal. Aber ich hoffe, ihr versteht es trotzdem, was der Mann hier uns mitteilen möchte. Okay, viel Babio. Nee. Viel Spucke. Oh, viel Spucke. Bah, nicht so witzig, wie der gerade hier lacht. So witzig finde ich das gar nicht. Wo ich herkomme, gibt es viel Spucke. Bruder, zu diesem Zeitpunkt beeinträchtigte das Medikament im Körper des Klägers zunehmend seine motorischen Fähigkeiten und sein Gedächtnis. Durch die Medikamente verlor er für kurze Zeit das Bewusstsein. Während er mal bewusstlos war, zwangen Personen bei den Parteien den Kläger zu sexuellen Handlungen mit Männern und Frauen. Die körperliche Verfassung des Klägers machte es ihm unmöglich, ihre Annäherungsversuche zurückzuweisen oder seinen Körper anderweitig zu kontrollieren. Diese Personen, einschließlich Combs, reichten den drogenhaltigen Körper des Klägers im Wesentlichen auf der Party herum. Als Gefallen für ihr sexuelles Vergnügen. Die Drogen im Körper des Klägers führen schließlich dazu, dass er für einen längeren Zeitraum das Bewusstsein verliert. Der Kläger benötigt ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Als der Kläger schließlich wieder zu Bewusstsein kam, fand er sich desorientiert vor seiner Wohnung wieder, ohne Hemd, ohne sein Telefon, ohne die Unterwäsche des Klägers, wer ihn zu seiner Wohnung zurückgebracht hat und wie er dorthin gekommen ist. Als direkte Folge dieses traumatischen Ereignisses auf Combs Party. Der Kläger erlitt mehrere emotionale und psychische Traumata, finanziellen Schaden und einen erheblichen Verlust seiner Lebensgrundlage. Dann führen sie weiter aus, dass der angeklagte Combs dem Kläger absichtlich Schaden zugefügt habe, indem er ihm Drogen verabreichte und Oralsex mit ihm vornahm und ihn zwang, Oralsex und andere sexuelle Handlungen mit anderen vorzunehmen. Und tat dies auf böswillige Weise. Darüber hinaus war das Verhalten des Angeklagten unerwünscht. Und dennoch beharrte er auf seinem sexuell ausbeuterischen Verhalten. Das ist also wirklich verstörend. Das sind absolute Tiere. Das sind absolute Tiere. Diese Menschen, egal wie man es dreht oder wendet,
Wenn das hier die Wahrheit ist, was diese Personen wirklich hier erzählen und sind nicht nach dem Geld her, okay, wollen hier wirklich nur Gerechtigkeit, dann gehören diese Menschen weggesperrt. Egal wie viel Geld die haben und das für immer. Diese Menschen sind der letzte Dreck. Dreck ist sogar besser als die. Dreck ist sogar besser als die. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass mir bei Didi immer wieder das Rotlichtthema auffällt. Und rote Lichter bedeuten etwas Esoterisches. Ich habe mehrere Videos von Didi mit diesen roten Lichtern gesehen. Und wenn sie etwas... Sorry Leute, gell, aber wir haben es 7:19 Uhr am Morgen. Und ich werde aggressiv. Ich werde aggressiv, wenn ich sowas höre. Wenn ich sowas Ungerechtes höre, kann ich nicht ganz ruhig bleiben. Sorry. Über das Dark Web wissen. Dann wissen Sie, dass es dort diese Dinger gibt, die man die roten Räume nennt. Und in den roten Räumen werden Leute gefoltert, vergewaltigt, getötet. Das ist wirklich dunkles, verstörendes Zeug. Und ich frage mich, ob Didi das Dark Web widerspiegelt. So. Das ist eine sehr wilde Theorie. Das ist eine sehr, sehr wilde Theorie, Bruder. Wow. Sogar in der Klage hat Cassie darüber gesprochen, dass viele der Ausraster unter rotem Licht stattfanden. Wir haben Videos von Megmill mit Didi unter einer roten Ampel gesehen. Bei vielen dieser Sachen geht es nicht nur um Sex. Es geht um eine Übertragung und einen Austausch von Energie. Was wir in dieser Klage lesen, sind Sexrituale. Da ist ein Mann, der unter Drogen gesetzt wird. Oh, Bruder, jetzt wird alles anders gesehen. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Hier sehe ich alles ein bisschen... ich sehe alles anders. Der zwischen den beiden Geschlechtern hin und her gereicht wird, der vergewaltigt wird. Das ist so viel mehr als Sex. Die ganze Situation mit Didi und seiner jahrzehntelangen Devianz. Es geht um Macht, Kontrolle und Rituale. Das ist Sexmagie. Es ist mir egal, was irgendjemand sagt. Ihr könnt alle sagen, ich sei verrückt und übertreibe. Aber ich werde euch noch andere Videos zeigen, die ich in den letzten Wochen zusammengetragen habe. Ich wusste nicht, wann ich sie verwenden würde, aber ich sehe Sachen, die ich gerade heruntergeladen habe. Und mir fällt ein Rotlichtthema auf. Und Sie werden diese Videos sehen. Schreibt es in die Kommentare, Leute, was ihr über dieses ganze Ding gerade, ne, denkt, was wir hier gesehen und gehört haben. Und Sie werden Didi sehen. Und dahinter werden rote Lichter sein, rote Räume. Er verbrennt Salbei und Sie werden einen roten Raum hinter ihm sehen. Und er achtet darauf, sich mit dem Salbei in den Schritt zu schlagen. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Verhalten. Aber ich möchte, dass ihr euch alle diese Clips anschaut. Okay, was macht er da? Ah ja, macht das richtig. Da haben wir es. Aha, okay. Erstmal nichts Spektakuläres, aber... Nicht ja. Auf der besonderen. Ich habe halt keine Ahnung davon, aber es sieht schon aus, als ob das so eine Art Ritual ist, ne? Besonderen Krone. Das ist meine Schwester Naomi. Okay. Mein Baby Cassie hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Cassie. Wir sehen uns an diesem Tag. Was hast du gesagt? Ja. Oh, Mann. Oh ja, French liebt es auch. French Montana, der liebt es auch. Ja, ja, das haben wir schon die letzten Videos gesehen, wie sehr das liebt, Leute. Wenn nicht, dann schaut euch gerne die Playlist an. PDD haben wir eine Playlist gemacht, wo diese ganzen Videos nochmal, ne, verewigt worden sind, die wir zusammengetragen haben. Aha. Laut Cassies Fall muss der Raum immer rot beleuchtet sein und es werden immer Leute da sein, die zuschauen. Wie Sie hier sehen, ist jemand im Hintergrund. Sie nimmt nicht nur mit einer Kamera auf, sondern rechts ist auch noch etwas. Sehen Sie, wie sie dort wegschaut. Und Didi konzentriert sich hier auf diese Kamera. Er sagt etwas zu ihr, richtet ihn auf die Gestalt an ihrer Schulter zwischen Cassie und Didi. Im Hintergrund ist ständig jemand, der ins Bild hinein und wieder hinaustaucht. Didi versucht, sie dazu zu bringen, vor dem Raum aufzutreten. Wie sie dort sehen, war wieder jemand im Hintergrund und er versucht, aus dem Bild zu verschwinden. Didi wird gegen Ende frustriert sein, weil sie immer noch schüchtern ist. Und nun Leute, guck mal mit jetzt. Guck mal nochmal genau mit. Ich habe das jetzt nicht ganz gerafft. Hier soll wirklich eine Person... Boah, ich bekomme Gänsehaut. Leck mich am Arsch. Die kranke Scheiße hier. Uff, da soll eine Person im Hintergrund sein. Guck mal, die wird markiert. Guck mal genau hin. Laut Cassies Fall muss der Raum immer rot beleuchtet sein und es werden immer Leute da sein, die zuschauen. Also Leute, die zuschauen. Das haben wir gehört, dass er, ne, entweder selber gerne zuschaut oder andere Leute zugucken lässt. Ist schon komisch, gell? Also die Videoqualität ist nicht die beste, aber wir wissen, dass so Artefakte jetzt nicht unbedingt bei Videos auftauchen. Einfach so, bei so einem klaren roten Hintergrund, ne? Das ist schon irgendwas, das muss irgendetwas sein. Wie Sie hier sehen, ist jemand im Hintergrund. Sie nimmt nicht nur mit einer Kamera auf, sondern rechts ist auch noch etwas. Sehen Sie, wie sie dort wegschaut. Und Didi konzentriert sich hier auf diese Kamera. Er sagt etwas zu ihr,
richtet ihn auf die Gestalt an ihrer Schulter zwischen Cassie und Didi. Im Hintergrund ist ständig jemand, der... Guck mal, ganz links, Leute. Seht ihr das ganz links? Hier ist auch irgendwas, ne? Und das ist ungefähr die ähnliche Höhe, wie wir es hier gesehen haben. Ist ein Tick weiter höher. Keine Ahnung, ob das ein Stuhl ist, aber ich weiß es der nicht. Der ins Bild hinein und wieder hinaustaucht. Muss nicht unbedingt ein Typ sein Didi oder so. Versucht, sie dazu zu bringen, vor dem Raum aufzutreten, wie sie dort... Es ist schwierig zu sehen, weil man sieht, dass die Kamera schwenkt, okay, aber man sieht, man weiß nicht, ob diese Person, wenn es eine Person ist oder das Objekt im Hintergrund, ob das sich bewegt oder still steht. Kann ich nicht genau sagen. Sehen, war wieder jemand im Hintergrund und er versucht, aus dem Bild zu verschwinden. Didi wird gegen Ende frustriert sein, weil sie immer noch schüchtern ist. Und nun zum Neuesten zur Anklage gegen Didi. Der umstrittene Musikmogul wurde in einem New Yorker Jugendstrafvollzugszentrum unter Selbstmordbeobachtung gestellt. Das hören wir von Leuten, die sagen, sie seien auf seinen berüchtigten Partys gewesen und seien von den Vorwürfen gegen ihn nicht überrascht. Der Lokaljournalist Andrew Perez berichtet live aus Miami über die neuesten Nachrichten. Andrew, wir haben tatsächlich mit mehreren Leuten gesprochen, die ehrlich gesagt sagen, dass sie von all dem nicht überrascht sind. Dies, weil sich die Aufmerksamkeit im Rahmen der Ermittlungen nun auf einige von Didis Freunden und Mitarbeitern verlagert. Das ist Didi. Wie bei einer Didi-Party. Er wird immer auftauchen. Kein Gesicht, kein Name, seine Stimme ist aus Angst vor Vergeltung verzerrt. Wenn ihr nicht bei Didi zu Hause seid, seid ihr nirgendwo. Er erzählt und zeigt uns mehrere aufwendige Partys, die der Musikmogul P. Didi in seinen Häusern in La und Miami Beach veranstaltet hat. Immer schön in Rot, ne? Auch er ist im Musikgeschäft. Wir haben auch mit mehreren anderen gesprochen, die von 24 Stunden Party am Stück berichteten. Manchmal bieten sie Frühstück und einen Morgen zu Hause an. Und man kann sich entspannen. Ich bin einfach wild, wie er es schafft, all diese Energie zu behalten. Er hat einfach viel Energie für sein Alter und dafür, dass er so oft solche Partys schmeißt. Es ist alles Stimmung, oft Licht. Clubliebe wird als Thema gesehen, wie wir von der Art Basel und den Silvesterveranstaltungen gehört haben. Weitere Einzelheiten kommen nach Didis Festnahme in New York. Tja, dreimal dürft ihr raten, warum er so viel Energie hat. Der schmeißt diese ganze Scheiße auch ein. Andere Sachen schmeißt er ein, damit er so fit ist, damit er so aktiv ist. Das muss wohl jedem klar sein. York Anfang dieser Woche ans Licht. In Häusern wurden Frauen und andere Menschen jahrelang misshandelt und ausgebeutet. Er sitzt weiterhin in einem Bundesgefängnis, nachdem ihm zwei verschiedene Richter aufgrund von Vorwürfen des Menschenhandels und einer Verschwörung zur organisierten Kriminalität die Freilassung auf Kaution verweigert haben. Alles im Zusammenhang mit, Zitat, Freakoffs. Ja, und leider habe ich jetzt heute noch einen Bericht gelesen, wo drin stand, dass die eventuell nochmal versuchen werden, Kaution zu stellen für den und probieren, das durchzubekommen. Die ganzen Anwälte sollen sehr gut sein. Kann man sich ja denken, ne? Da hat der genug Geld. Ja, aber ich denke, das wird auch abgelehnt. Das ist zu heavy bei denen. Das kann man nicht einfach akzeptieren. Egal, auch wenn es 100 Millionen sind, das geht nicht. Aufwendige Sexveranstaltungen, die er organisiert hatte, angeblich angetrieben von Drogen, Erpressung und Gewalt. Die Freak-Offs dauerten manchmal mehrere Tage und betrafen mehrere Sexarbeiterinnen. Wenn Combs seinen Willen nicht bekam. Er war gewalttätig. Er ist als Partylöwe bekannt. Obwohl er keine direkten Kenntnisse über diese Sexvorfälle hatte, sagte er, dass es innerhalb dieser großen Partys oft Partys gab. Private Rom, Private After Parties. Die Nachricht hatte sich schon lange vor der Verhaftung herumgesprochen. Es gibt immer zwei Parteien. Es ist die öffentliche, die Sie kennen, und dann ist es eine privates, vielleicht so etwas wie, wissen Sie, manchmal sind es die VIPs oder die hochkarätigen Berühmtheiten, die gehen in ein Haus, ja, das ist allgemein bekannt. Darf ich Ihnen kurz sagen, guten Morgen, das ist mein Kaffee. Als ich die Unterlagen zum Prozess gegen Didi und Little Rot las, hieß es, während der Aufnahme des Love-Albums, dass Didi darauf bestand, dass während der Aufnahmen immer eine Art Stimmung, eine Art romantische Liebesstimmung herrschte. Und einer der Vorwürfe war, dass es musste immer rotes und violettes Licht vorhanden sein. Und das lässt sich ganz einfach überprüfen. Viele seiner Videos, beispielsweise auf seinem Instagram, enthalten rotes Licht. Aber ich bin kein normaler Freund, ich bin ein neugieriger Freund. Also weißt du, ich habe vielleicht ein paar davon aufgenommen und dann die Helligkeit erhöht und den Kontrast geändert und ich bin einfach neugierig, was los ist, weil man nichts sehen kann, weil das Licht so rot ist. Santo, denn wer verbrennt das? Ist da jemand reingekommen und hat gesagt, dieser Typ hat eine negative Ausstrahlung. Ich werde es gleich verbrennen und direkt vor ihn legen. Hat jemand den Sweep durchgeführt? Hat es jemand verbrannt und ist dann durch den Raum gegangen und hat alles durchsucht? Ich habe so viele Fragen bekommen. Hat er es angezündet? Hat es jemand anderes angezündet? Wer hat es gekauft? Kommt das regelmäßig vor? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dieses Stück Holz oder was auch immer das ist.
was weiß ich, Räucher, was ist das? Räucherstäbchen, was, keine Ahnung. Verbrennen Sie immer das Holz? Ich versuche wirklich. Beseitigen Sie diese negative Energie. Und ist der 2020... Ist das so Holz, was so Duft macht, oder was? Was weiß ich. ...sich ins dabei getreten? Denn weiter reicht sein Insta zurück. Wie auch immer, ich habe an so etwas geglaubt, bis ich dieses Foto gesehen habe. Und jetzt denke ich mir, vielleicht glaubt es doch nicht. Wenn du ein eifriger Internetforscher bist oder dich im Darknet auskennst, hast du wahrscheinlich schon einmal den Begriff Red Room gehört. Aber falls nicht, keine Angst, wir reden gleich darüber. Also, was ist EI in Red Room? Ein Red Room ist im Wesentlichen etwas, das man im Darknet findet und auf das man nur über einen bestimmten Browser zugreifen kann. Normalerweise Tor-Browser. Und das sind im Wesentlichen Livestreams von Menschen, die gefolgt... Wahnsinn, das ist das, was immer bei so Filmen und so gezeigt wird. Richtige Freak-Scheiße. Das ist angeblich so etwas wie Pay-Per-View. Du musst also zahlen, um dem Live-Room beizutreten und extra zahlen, um Wünsche zu senden, was mit dem Opfer im Video passieren soll. Ja, ein ziemlich furchterregendes Konzept. Nun behaupten einige Quellen, dass Red-Rooms sehr, sehr schwer zu finden sind und nicht nur das, manche von ihnen sind nur über Link-Einladungen zugänglich. Und die Leute zahlen Tausende und mehr, um in diesen Red-Rooms zu sein. Aber natürlich nicht mit Dollar oder Pfund, sondern mit Bitcoin, also einer Online-Währung. Also gut, der nächste Fall ereignete sich im Dezember. Die Klägerin, eine 29-jährige Musikerin, die Musik schrieb, sang, rappte und produzierte, war zu einer Party in New York City eingeladen, die von Combs veranstaltet wurde. Die Klägerin war zusammen mit mehreren ihrer Freunde eingeladen, ebenfalls unabhängige Musiker. Bei ihrer Ankunft bemerkte die Klägerin ein großes, weißes, elegantes Haus, das sich von den anderen Häusern in der Gegend abhob und über eine lange, geschwungene Auffahrt erreichbar war. Das Haus war mit aufwendigem Dekor geschmückt und verfügte über einen großen Eingang, ein geräumiges Zimmer und große Glastische. Drinnen bieten die Kellner Teller mit Essen und Getränken an. Schaffung einer luxuriösen und gehobenen Atmosphäre. Die Klägerin erkennt schnell, dass verschiedene Prominente aus der Musikindustrie und dem Fernsehen, einschließlich Combs selbst. Als die Klägerin sich unter die anderen Gäste mischte, bemerkte sie den weit verbreiteten Drogenkonsum, einschließlich Kokain, Pillen und Marihuana. Diejenigen, die an der Verschwörung mit Combs beteiligt waren, setzten alle Gäste unter Druck, die Drogen zu konsumieren, die vom Hauspersonal bereitgestellt und serviert wurden. Die Klägerin lehnte die wiederholten Angebote ab. An diesem Abend trank die Klägerin ein einziges Glas Wein und konsumierte keine anderen Substanzen. Irgendwann während dieser Veranstaltung wurde die Klägerin von Combs angesprochen und in ein Gespräch mit ihr über ihre Musikkarriere verwickelt. Combs zeigte Interesse an ihrer Arbeit und äußerte seinen Wunsch, ihre Karriere voranzutreiben, indem er sie auf einem Song auftreten ließ. Combs förderte die Interaktion, indem er die Klägerin in sein Büro einlud und vorschlug, die Weiterentwicklung ihrer Musikkarriere unter vier Augen zu besprechen. Nachdem sie im Büro angekommen war, begann die Klägerin sich desorientiert zu fühlen, als würde sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Ey, was für ein ekelhafter Mensch. Das ist unglaublich, Leute, gell? Ich bin fassungslos, wirklich. Wie krass er die Leute einfach ausgenutzt hat wegen den so ekelhaften Dinge. So, die Leute haben Träume, die wollen was erreichen. Und genau das nutzt er aus. Ganz ekelhaft. Das hat er sehr gut beigebracht bekommen von diesen ekelhaften anderen. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ich habe diesen Namen sogar vergessen, von diesen alten Knacker. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr klar, dass sie unter Drogen gesetzt worden war. Also zeigen sie wieder einmal die Utensilien. Und sie sagen, aufgrund der Wirkung ihres Drogengetränks habe Combs die Klägerin vergewaltigt und sexuell missbraucht. Es ist immer dasselbe Muster, gell? Es ist wirklich immer dasselbe Muster. Und diese Vorwürfe sind sehr gravierend und sehr glaubwürdig, gell? Ja. Die Klägerin konnte ihn nicht davon abhalten, als wäre sie in ihrem Körper gefangen, würde nicht mitmachen, sich nicht wehren können. Das nächste, woran sich die Klägerin deutlich erinnert, ist, dass sie gegen 6 Uhr morgens verwirrt und desorientiert aufwachte. Und desorientiert in demselben Büro, in dem diese Tat geschah. Nachdem die Klägerin sich selbst untersucht hatte, stellte sie Blutungen aus dem Vaginalbereich an ihren Beinen und Blutergüsse an ihren Lippen fest. Sie fand auch tiefe Abdrücke an ihren Armen und Handgelenken, was darauf schließen lässt, dass sie mit Seilen gefesselt war. Darüber. Wow, wow, wow. Also so Dinge haben wir, glaube ich, noch nie gehabt, so ausführlich, ne? Hey Leute, ganz ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr ausführlich, dieses Dokument ist sehr ausführlich. Aber ey, ich werde es versuchen, ich lade es so hoch dann, damit ihr das Ganze auch so versteht, ne? Dafür tue ich das hier übersetzen. Es ist nun mal die Realität. Auch wenn so Sachen so krass angesprochen werden, es ist, wie es ist. Ne? Ich kann das nicht ändern, Leute. Weil man versucht ja immer, konform hier zu bleiben, aber das sind nun mal die Fakten. Das kann ich auch nicht ändern. Ne? Weil sehr viel wird hier halt zensiert und wird halt gezwungen,
Dinge zu entfernen von YouTube. Versteht ihr, was ich meine? So gewisse Zeilen und so weiter wegzumachen, damit es weiterhin freundlich bleibt für die Leute. Aber das ist die Realität, was für freundlich. Hinaus verspürte sie erhebliche Schmerzen und ein Wundsein im Vaginalbereich. Von Angst und Panik überwältigt. Die Klägerin durchsuchte offen ihre Sachen, darunter ihr Telefon und ihre Kleidung. Konnte sie aber nicht finden. Stattdessen entdeckte sie eine Hose, ein Hemd und Badelatschen. Sie zog sie schnell an, bevor sie versuchte zu fliehen. Der Kläger verließ schließlich die Wohnung. Infolge dieses Vorfalls erlitt der Kläger erhebliche emotionale Belastungen, Trauma und kämpft weiterhin mit den psychologischen und emotionalen Folgen des Angriffs. Also jetzt haben wir schon mehrfach gehört, dass er wirklich das ganz, ganz perfide, ekelhaft, ganz straight durchgezogen hat, okay? Und danach, nachdem die aufgewacht sind und ein Bewusstsein wieder hatten und wissen, wo sie sind auf Planet Erde und wissen, wie viel Uhr es ist, das Letzte, was die immer gesehen haben, war einfach, wie der den Raum verlassen hat und einfach abgezogen ist. Und dann sind die natürlich auch sofort abgehauen. Das ist schon sehr krass, dass jede sagt das Gleiche. Alter, mit wie vielen Menschen hat er das getrieben? Mit wie vielen Menschen hat er das gemacht? Hey, das müssen bestimmt über 1000 Menschen oder was weiß ich, wie viele Menschen gewesen sein, gell? Das ist kein Spaß mehr. Das ist hier ein Massengeschehen, das müsst ihr euch ja vorstellen. Das sind Einzelfälle jetzt, aber das ist auch ein Massengeschehen. Da sind ja sehr viele Menschen auf der Party gewesen und sehr viele Leute sind eingeladen worden, wie wir ja schon erfahren haben. Das ist sehr, sehr krank. Dieser Fall könnte noch sehr, sehr lange dauern. Also bis nächstes Jahr safe, aber diese ganze Gerichtsgeschichte könnte noch sehr lange dauern, weil es sehr viele Menschen involviert sind, weil sehr viele Menschen da involviert sind. Das war also der Fall bei ihr, bei den 29-Jährigen. Das ist also wirklich traurig und gleichzeitig beunruhigend. Also werde ich euch hier den letzten Fall vorlesen. Wir gehen von Zeile 28 aus. Und so heißt es in Zeile 28, dass es sich bei den einzelnen Tätern 1 bis 10 um derzeit unbekannte Berühmtheiten und um Personen von Interesse handelt, die die Tat ermöglicht und oder konspiriert haben. Bei der Kommission wurde über das Heroinvergehen geklagt. Während die Parteien mit der Beweisaufnahme beginnen, behält sich der Kläger das Recht vor. Die Beschwerde, diese Personen namentlich aufzunehmen. Sie sagen also im Grunde, dass sie die Namen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinzufügen möchten. Wir gehen nun zu Zeile 34, wo die tatsächlichen Vorwürfe aufgeführt werden. Sie sagen also, dass die Klägerin am 7. September 2000 von einem Freund bei der Radio City Music Hall abgesetzt wurde. In New York City, damit sie versuchen konnte, an den Video Music Awards, den VMS, teilzunehmen. Die Klägerin kam am Veranstaltungsort an und sah, wie sich eine große Menschenmenge versammelte, als Künstler und Entertainer eintrafen. Als die Veranstaltung begann, zog die Menge hinein, doch die Klägerin blieb ohne Eintrittskarte draußen, entschlossen, auf eine Afterparty zu gehen. Sie sprach mehrere Limousinenfahrer an und versuchte, ihr den Zutritt zu den VMS zu überreden. Einer der Limousinenfahrer, mit denen sie sprach, behauptete, er arbeite für den beklagten Combs. Er sagte ihr, dass Combs jüngere Mädchen mag und dass sie dem entspreche, was Diddy suchte. Er ließ sie nicht zu den Awards, lud sie aber zu einer Afterparty ein. Der Fahrer wies die Klägerin an, gegen 9, 30 oder 10 wiederzukommen. Versprach, sie zur Party zu bringen. Später am Abend kehrte die Klägerin aufgeregt zu dem Fahrer zurück, der sie allein in einer schwarzen Limousine mit schwarzer Innenausstattung fuhr. Nach ungefähr 20 Minuten erreichte die Klägerin ein großes weißes Haus mit einer U-förmigen Auffahrt. Drinnen baten zwei Männer die Klägerin, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Oh nein, nicht schon wieder. Schon wieder die gleiche Scheiße. Bestimmt bekommt die jetzt gleich auch einen Drink und dann ist die weg. Boah. Sie teilten ihr mit, dass sie nicht darüber sprechen könne, was auf der Party passiert sei. Sie gab ihnen ihren Namen und unterschrieb das Formular. Nur mal so, gell, am Rande, Leute. So ein Formular ist nichtig. So ein Formular existiert nicht mehr und ist nicht gültig, wenn die so Sachen machen. Das, aber gut. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollten. Vielleicht, dass die Leute dann halt trotzdem verklagt werden können, ne? Weil ihnen sagen, stimmt nicht und du hast darüber geredet, was da passiert ist. Da wird das dahinter stecken, safe. Formular erhielt jedoch keine Kopie. Im Haus erkannte die Klägerin viele Prominente in etwas, das wie ein Wohnzimmer aussah. Kellner trugen Tabletts mit Getränken. Im ganzen Haus spielte Live-Musik. Die Klägerin beobachtete weit verbreiteten Drogenkonsum, darunter Marihuana und Kokain. Die Klägerin nahm ein Getränk an, eine fertige flache Mischung, das nach Orangensaft, Cranberry-Saft und etwas Bitterem schmeckte. Oh nein. Schon nach dem Trinken eines einzigen Getränks begann der Kläger, sich schwindelig zu fühlen. Schwindelig, sodass sie sich hinlegen musste. Auf der Suche nach einem Platz zum Ausruhen betrat die Klägerin ein ihrer Meinung nach leeres Schlafzimmer,
um sich einen Moment hinzulegen. Sie schloss die Tür nicht ab. Kurz darauf betrat Combs zusammen mit einem männlichen und einem weiblichen Prominenten das Zimmer. Combs näherte sich der Klägerin aggressiv mit einem verrückten Blick in den Augen, packte sie und sagte, »Du bist bereit zum Feiern.« Combs warf die Klägerin dann zu einem anderen männlichen Prominenten. Prominenter A, der Klägerin die Kleider auszog, als sie immer desorientierter wurde. Die Klägerin wurde von Prominenter A festgehalten, der sie vaginal vergewaltigte, während Combs und Prominenter B, eine Frau, zusahen. Wow, das ist krank. Nachdem der männliche Star fertig war, vergewaltigte Combs die Klägerin vaginal, während Star A und Star B zusahen. Der erste Mann hat sie also vergewaltigt und ist im Grunde gekommen. Dann kommt er direkt hinter ihm. Das ist ein Ritual. Es ist mir egal, was irgendjemand sagt. Das ist krank. Und sie sah bestimmt aus wie 13. Junge, Junge, Junge. Was ist denn das für dreckige Menschen, ey? Das ist so ekelhaft. Die maximale Strafe für diese Menschen wirklich, wenn das Ganze so stimmt, wie das hier dargestellt wird. Ne? Ich muss es nur immer wieder wiederholen, weil Unschuldsvermutung, ne? Was soll ich euch sagen? Boah. Das ist wirklich harter Tobak. Das ist krass. Denn die meisten Mädchen in den 2000ern sahen nicht so erwachsen aus wie heute. Wissen Sie? Guck mal, das gibt's doch nicht. Was sind das für Tiere? Mit dem starken Make-up und den Spitzenfronten. Wenn man sich Kinder aus den 2000ern ansieht, sehen die meisten aus wie Kinder aus den 2000ern. Er wusste also, dass das ein junges Mädchen war. Das war eine 13-Jährige und nicht, wissen Sie, jemand, der es war. Nicht, dass das überhaupt richtig gewesen wäre, denn es ist immer noch verrückt. Aber sie wussten, dass es ein Baby war. Und eine Frau ist dort und sieht zu, wie das passiert. Das ist einfach so böse. Wow. Dann machen sie weiter und sagen in Zeile 53. Combs versuchte die Klägerin zu Oralverkehr zu zwingen, aber sie wehrte sich, indem sie Combs in den Nacken schlug, woraufhin er aufhörte. Die Klägerin schnappte sich ihre Kleider und Schuhe, verließ das Schlafzimmer und lief nackt durch das Haus auf der Suche nach einem Ausgang, während die Party weiterging. Wow. Draußen zog die Klägerin ihre Kleider wieder an und verließ den Ort des Geschehens im Dunkeln. Schließlich erreichte die Klägerin eine Tankstelle. Eine Verkäuferin bemerkte ihre Not und erlaubte ihr, das Telefon zu benutzen. Die Klägerin rief ihren Vater an, gab zu, dass sie über ihren Aufenthaltsort gelogen hatte und bat ihn, sie abzuholen. Nach dem Übergriff verfiel die Klägerin in eine schwere Depression, die bis zum heutigen Tag jeden Aspekt ihres Lebens beeinflusst. Also, wissen Sie... Polizei? Fragezeichen. Ist keiner auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen, niemand von denen eine Anzeige zu erstatten? Das ist ein bisschen schwierig, wenn nicht jeder jetzt so eine Klage einreicht, auch Leute, die Geld verdienen wollen. Dann ist es ein bisschen schwierig, das dem Glauben zu schenken. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen, ohne irgendwelche Beweise oder sonstiges. Sehr, sehr schwierig. Sie, viele Leute sagen, na, wo waren ihre Eltern? Warum sollte deine 13-Jährige einfach unterwegs sein? Alter, Kinder logen ständig. Es gab kein Snapchat, weißt du, den Standort deines Kindes auszukundschaften. Es gab keine Apple Tags. Kinder logen ständig. Oh, ich werde gleich über Nacht hier verbringen. Es ist so ungefähr sein Haus. Ich werde hier sein, aber eigentlich... Ja, das kennt man ja, ne? Dass die Kinder irgendwie sagen, die übernachten bei einer Freundin oder so und sagen, ja, bei der und der. Und gut, checken nicht ab, ob wirklich die Kinder da übernachten und dann gehen die irgendwo hin. Und anschließend trotzdem noch zur Freundin übernachten, nachdem sie bei der Party war. Weil dieses Elternteil beispielsweise bei der Freundin nicht so eine krasse Aufsicht hat. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht so auf die Kinder so krass achtet. Die ganzen Stories kennt man doch. Frage mich eher, warum keiner zur Polizei geht. Endlich bin ich hier. Kinder logen ständig. Weißt du, was ich meine? Sie wurde wahrscheinlich von einem älteren Cousin oder Freund abgesetzt. Und die VMS, weißt du, bei solchen Veranstaltungen setzen sie Platzfüller ein. Und das machen sie in La bei verschiedenen Preisverleihungen. Und manchmal schnappen sie sich Leute von der Straße, wenn sie Leute brauchen, um die Sitze zu füllen. Oft kommen also Leute zu diesen Veranstaltungen in der Hoffnung, dass sie ausgewählt werden, um hineinzugehen. Und ich glaube, das hat sie gedacht. Und als sie dann nicht reinkam, dachte sie sich, naja, Plan B, mal sehen, was diese Limousinenfahrer reden. Aber mit 13 denkt man nicht alles durch. Man ist ein Kind. Sie will einfach nur Party machen. Und sie wuchs in derselben Zeit auf wie ich, in der Prominente alles waren. Wissen Sie, bei uns gab es kein Twitter, kein Instagram. Heute sehen wir bei vielen dieser Prominenten, dass die meisten von ihnen Verlierer sind. Wolle, wir haben Gameboy gespielt, die spielen da Party bei P. Diddy. Ist unglaublich. Das. Haben ein geringes Selbstwertgefühl. Sie suchen immer nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Aber damals hatte man nicht so viel Zugang zu Prominenten. Das Einzige, was man wirklich über sie wusste, waren, wissen Sie, perfekt kuratierte Interviews im Fernsehen oder in Jugendmagazinen. Versteht ihr, was ich meine? Also dachtet ihr, dass alle, die berühmt sind oder im Fernsehen oder in Filmen auftauchen, gute Menschen sind? Wie sollten sie sonst dorthin gelangen? Sie mussten gute Menschen sein. Sie sind gesegnet.
Sehr, sehr naiv leider, ja. Ja, aber mit 13 ist man halt so, ne? Ist man sehr naiv. Schaut sie euch an. Sie spielen in einigen der besten Filme mit. Sie machen einige der besten Musikstücke. So habt ihr die Dinge damals im Jahr 2000 gesehen. Also kann ich mir vorstellen, dass sie verträumt war und einfach nur eine Berühmtheit kennenlernen wollte. Sie ist den ganzen Weg hierher gekommen. Und dieser Limousinenfahrer hat ihr wirklich eine Falle gestellt. Und dass ihr das passiert ist, ist einfach extrem verstörend. Sehr, sehr verstörend. Es ist also im Moment eine Menge los in dieser ganzen Situation. Als ob sie sehen wollten, was du dir erlaubt, was dir gefällt, und dann. Und dann, bumm, nimm den Drink. Du stehst unter Drogen. Nimm das. Du bist weg, nimm die Pille, denn alle waren von irgendetwas abhängig. Aha. Aber du musst dich so in dieser Umgebung aufhalten. Wie viele Leute waren bei dieser Veranstaltung? So Hunderte. Wisst ihr, was ich meine? Hunderte. Diese Frau, dieses Interview haben wir uns auch angeschaut. Wisst ihr, das hat alles einen Faden. Das hat alles so einen Faden. Jedes Video für Video, das wir hier produzieren und uns reinziehen gemeinsam, da ich die Videos mir auch nicht anschaue, erst mit euch gemeinsam anschaue. Deswegen können halt so Fehler bei der KI halt entstehen, bei der Übersetzung, aber das ist auch egal. Wie das Wesentliche verstehen wir, und diese Frau haben wir auch sehr gut verstanden. Wie gesagt, es ist sehr, sehr krass, erschreckend, wie all diese Puzzlestück zusammen wirklich einen Sinn ergeben. Auch wenn draußen eine gewisse Menge da war, war es im Haus wirklich voll. Weißt du, was ich meine? Und man würde denken, es wären mehr Leute im Haus. Und du bist herumgelaufen? Ja, ich bin ungefähr 5 Minuten herumgelaufen. Ich habe gesehen, was ich sehen musste. Und ich dachte, nein, Mom, nein, Sir, weil... In diesem Haus war es, als würde man seine Seele verkaufen. Und wenn dir das gefällt, bedeutet es dir nichts. Hat sie sehr gut erklärt, um nicht ins Detail zu gehen. Das hat sie sehr gut erklärt. Und da sie auch noch jünger war, schlau. Viele andere waren nicht so schlau. Aber wenn du nicht so bist, wirst du dich unwohl fühlen. Und dann ist es wie, zuerst dachte ich, P. Did Erwarso also? Er hat immer von Teamliebe und all diesem Zeug geredet. Als ob es ihm nur um, weißt du, ihm geht es nur um Sex. Und ich kenne mich mit Sex aus, weil ich es, weißt du, mit Männern zu tun hatte, Mark. Also, ich weiß, wenn jemand versucht, dich zu etwas zu verleiten und sich zurücklehnt und so tut, als wäre er nur dieser Macho. Und er ist aber ein Charmeur. Das ist eine Sache, als ob er dich verdammt nochmal mit seinem Charme aus dem Häuschen bringen würde. Aber für mich ist das so spielstark. Ich denke mir, ich weiß, was das ist. Und ich bin bereit, mit der Musik anzufangen. Wenn das der Fall ist, hättest du sagen sollen. Erzähl mir nicht, dass du dabei bist, mein Leben zu verändern und da. Oh, hast du geschrieben? Oh, das ist auch nichts. Er meinte, hast du die Lieder geschrieben, von denen ich gesehen habe, dass ich sie schreiben soll? Denn der Prinz wollte, dass ich alle Lieder aufschreibe, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich sagte, ohne den Beat. Und er so, ja, fang einfach an, Songs zu schreiben. Mehr weiß also nicht. Sie nehmen mir meine Musik. Damit ihr das nur versteht, jeder, der es nicht gesehen hat, wir haben das Video in der hier Playlist. Aber es ging so, also es ging in dieser Thematik darum, dass der genannte Prinz sie zu dieser PDD-Veranstaltung gebracht hat und wahrscheinlich dafür eine Gage bekommen hat, dass er sie dorthin gebracht hat, sozusagen vermittelt hat. Und sie wollte eigentlich nur zu einer Musikwoche gehen und wollte ja ihre Musikkarriere an den Start bringen, ein bisschen vorantreiben. Das wollten ja sehr viele. Weg, betäub mich, fick mich, mach was auch immer. Im Grunde wirft es mich einfach weg. Oder nachdem du etwas gegen mich in der Hand hast, wenn wir die Musik machen, hast du das gegen mich in der Hand, dass das passiert ist. Und jetzt werde ich erpresst oder so ein Scheiß. Sie haben mich auf der Party überall angefasst. Sogar der Rapper, der mich überall angefasst hat. So, dieser Rapper war cool. So, ich mochte diesen Rapper. Aber als sie so sagten, hey, du, und das alles machten, was kann ich tun? Ich kann nur sagen, so, mich bewegen und sagen, so, oh, mir geht's gut, aber, weißt du, versuchen, so, trotzdem cool zu sein. Aber ich denke mir, warum fühlt sich jeder so wohl dabei, dich einfach anzufassen? So. Weil es für die gang und gäbe ist. Für die ist es ganz normal. Gang und gäbe. Für die ist es nichts Unnatürliches. Sugar P. Diddy so. Warum schaust du? Warum schaue ich auf und du bist direkt da? Und dann so in mein Gesicht? Bist du so in meinem Haus? Es ist so komisch. Anders formuliert, sorry. Die haben jegliche Hemmungen verloren. Das wollte ich sagen. Ihn anzusehen. Es ist wie wenn man ein Kind ist und von seinen Eltern Ärger bekommt und ihnen nicht ins Gesicht sehen kann. Und es ist wie ein Dämon. Ich sage dir, wie dieser dunkle Geist, als ob er von dir Besitz ergreift, während er dich ansieht, diese Macht, diese Kontrolle. Also denke ich mir, ich kenne die Kunst der Verführung, Arschloch. Ich weiß, was du tust. Und du versuchst gerade wirklich, mich zu verführen. Oh, trink einen Schluck. Oh, two dies. Mach schon, es ist einfach nicht nichts. Und ich möchte wissen, warum ich ins Haus gehe und warum nicht das Mädchen.
Also suchst du jetzt aus. Du hast es auf Seite 105. Du hast gesagt, ich wäre in vielerlei Hinsicht in der gleichen Lage wie Biggie, als er bei Bad Boy unterschrieb. Ich war ein armer Kerl, der die Hicks-Schule nicht abgeschlossen hatte. Aber ich hatte musikalisches Talent. Puff war ein reicher Kerl ohne musikalisches Talent. Aber er hatte einen Stamm von hauptsächlich weißen Beratern und Anwälten, die ihm beibrachten, wie er seine Künstler mit Voodoo überziehen konnte. Er fuhr fort und sagte, dass Biggie ihm die Verträge aufgezwungen hatte. Zum Beispiel ging er mit nur 25.000 weg, damit die Leute nicht herausfinden, wie pleite Biggie war, als er getötet wurde. Puff verkündete, dass er der feinen Star-Familie mehrere Milliarden Dollar gegeben hatte. Aber wenn er Biggie einen fairen Vertrag gegeben hätte, boah, wie schnell sie labert. Kommt ihr noch mit? Kommt ihr mit? Hätte er genug Geld gehabt, um für immer für seine Familie zu sorgen. Und Puffs einmalige wohltätige Spende wäre nicht nötig gewesen. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Ich dachte, wow, das hast du so ziemlich gesagt. Du hast es mit allem gesagt, mit allem, was wir alle so ziemlich dachten oder gehört hatten. Um mit den Quittungen zu kommen, wisst ihr, und euch zu zeigen, was in diesen Klagen tatsächlich stand. Wie ich sagte, es wurden 5 davon eingereicht. Ich konnte die 5. nicht finden. Und er sagt, es kommen diese Woche noch viel mehr. Vor ein paar Stunden hat Diddys Anwalt einen Antrag gestellt, um zu versuchen, diese Klagen zu stoppen, weil sie angeblich seinen Ruf ruinieren und zu einer noch voreingenommeneren Jury führen werden. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ob sie es vor Gericht gehen lassen, ob sie es abweisen. Aber ja, Leute, das ist einfach nur, das ist traurig. Es ist wirklich traurig. Und es kann einfach nicht aufhören, wird nicht aufhören. Ja. Ich möchte also wissen, was ihr zu der ganzen Situation denkt. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. 100%. Sagt mir sehr gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, Leute. Wir probieren hier am Ball zu bleiben und die neuesten Sachen für euch an den Start zu bringen. Das ist zu krass, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn dieses wirklich schaffen, das abzuweisen, gell, weg abzuschmettern, diese Klagen, da muss ich wirklich, wirklich, wirklich mir Gedanken machen, wer noch dahinter steckt. Weil wenn das Ganze abgeschmettert werden würde, dann ist jeder Einzelne, wie jetzt auch die ganze Zeit, der mit ihm irgendwo gesehen worden ist, ein potenzielles Monster, sage ich hier klipp und klar. Vergesst auf jeden Fall nicht, so hart diese Themen auch sind, das gehört leider dazu, Leute. Und es kommen noch einige andere Klagen, ne? Und wir werden dahinter sein. Mit euch, wenn ihr abonniert, oder ohne euch. Lasst gerne ein Like da, Kommentar, eure Meinung, ich lese mir das durch. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.